Hallo und herzlich willkommen hier auf der Homepage von Wildbazarmarkt. Ja, es ist wieder soweit. Es ist wieder Kirmeszeit in Blomberg, der Wildbazarmarkt. Und zwar beginnt der ab heute, den 14.09. und geht bis Montag, den 17.09.2018. Ja, also ich selber war da noch nie. Ich würde da gerne mal hin. Ja, viel kann man hier auf der Homepage jetzt nicht zeigen. Sind auch jetzt überhaupt keine Bilder zu den Fahrgeschäften. Ja, hier kann man sich jetzt so ein bisschen durchlesen. Genau, Stadt Blomberg, wie eben gerade schon gesagt. Ich lese gerade kurz einmal selber für mich einmal etwas durch. Feldplatz an der B1. Achso, okay. Ja, Blomberg liegt so Kreis Lippe. Ja. Okay, das einmal zu der Startseite. Dann gehen wir jetzt mal weiter auf Programm. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier die Fahrgeschäfte durch. Und zwar haben wir The Beast, Neuheit auf Wildbasen. Ja, das ist ja das Fahrgeschäft, was jetzt vor kurzem bei uns in Blasheim auf dem Blasheimer Markt war. Dann haben wir Crazy Island. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das jetzt sein soll. Ich denke, wir werden auch gleich mal eine neue Seite aufmachen. Dann zeige ich euch jetzt einfach mal Alpha 1, Neuheit auf Wildbasen. Was jetzt ja auch vor kurzem auf dem Blasheimer Markt war. Fighter, auch vor kurzem auf dem Blasheimer Markt. Geisterwilder, das ist dann wahrscheinlich das Laufgeschäft. Autoscooter, Formel 1, was auch jedes Jahr auf dem Blasheimer Markt ist. Autoscooter Up to Date. Ja, hat ein ganz normales Autoscooter. Musik Express. Columbia 3. Riesenrad. Wellenflug, das ist ja dieses Schmetterlings. Ne, Quatsch. Oder? Ne, Wellenflug war das Kettenkarussell. Jetzt habe ich mich ja fast vertan. Ja, Breakdancer ist dabei. Kinderautoscooter. Dschungelreise, Biene Maya und Samba Ballon. Was das jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber hier die ja, Dschungelreise, das kann wahrscheinlich auch so ein Laufgeschäft sein, geht einfach mal von aus. Biene Maya, das scheint ein Kinderkarussell zu sein. Samba Ballon, was das jetzt genau ist, weiß ich auch nicht. Aber wir schauen uns das gleich mal gemeinsam an. Haben wir sonst noch was hier? Ja, Programm, Festzelt, Meilenbock. Okay, das ist jetzt nicht so interessant. Okay, schauen wir uns doch mal ein paar Fahrgeschäfte an. Die meisten dürften natürlich bekannt sein und was es ist. Geistervilla, Laufgeschäft, Autoscooter. Riesenrad, Wellenflug, Breakdance, Kinderscooter, Dschungelreise. Ich glaube, wir gucken uns das mal gemeinsam an. Von S. Riese. Das heißt, wir machen einfach mal eine neue Seite hier auf. So. Gucken wir uns das doch einfach mal gemeinsam an. Ja, gehen wir einfach mal hier auf diese. Ach so, ah, okay. Dschungelreise ist also ein Kinderfahrgeschäft, alles klar. Weil ich wusste jetzt nicht genau, was das sein soll, aber na gut, okay. Alles klar, wissen wir darüber jetzt Bescheid. Ja, das wird dann wohl auch ein Kinderfahrgeschäft sein, die Biene Maya. Aber schauen uns das trotzdem einfach mal gemeinsam an, wieder zurück.
So. Gibt es ja auch hier so ein Windex. Ach komm, wir gehen mal direkt hier drauf und gucken. Ah, okay. Das ist auch ein Kinderfahrgeschäft. Soweit man jetzt hier sehen kann. Okay, das ist jetzt ein bisschen weihnachtlich dekoriert hier. Hier kann man jetzt nicht extra draufklicken, aber okay, das ist ja auf jeden Fall ein Kinderfahrgeschäft. Samba Ballon Noack. Wollen wir doch hier mal reingucken. So, wieder zurück. Wieder zurück. So. So. Ich glaube, wir gehen einfach mal hier drauf. Gucken, was uns. Ah, interessant. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Okay, hier ist jetzt. Das ist, sieht aus wie eine Kasse hier aus. Also ja, ich denke, das wird auch für die Kinder, was also ein Kinderfahrgeschäft, weil es eigentlich jetzt nichts Besonderes, nichts Großes an Fahrgeschäft zu sehen. Ja, deshalb gehe ich einfach mal von aus, dass es eher was für die Kinder was ist. So, nein, das wollen wir jetzt nicht. Ja, okay, haben wir uns das auch mal angeschaut. Also sind die drei Sachen sozusagen, hallo, ich würde das gerne markieren. So, die drei Sachen, also ein Kinderfahrgeschäft. Plus ein Kinderscooter, also das ist der Kinderautoscooter. Ja, die anderen Sachen sind bekannt. Da zeige ich euch das jetzt nicht. Na komm, Geister will er nämlich noch mit dazu. Das ist halt ein Laufgeschäft. So, gehen wir hier mal wieder zurück. Zack, 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 Bums. Ah, genau, hier ist auch wieder so ein Index. Genau. So sieht das Ganze aus. Ein Laufgeschäft, wo man halt rumgehen kann. Hier nochmal von der anderen Seite gezeigt. Ja, so sieht hier dann also die Geistervilla aus. Ich weiß nicht, wir können ja auch gerade mal vielleicht so machen. Genau. Ja. Ja gut, okay, das dazu. Anfahrt, gibt es hier noch irgendwas? Also Wilbasserstraße 15 in Blomberg. Okay. Wir gucken jetzt nochmal in die Bilder rein, gucken, was wir hier noch haben. Ob das jetzt. Nee, das sind wahrscheinlich einfach nur so Bilder von die Jahre davor. So wie das hier aussieht. Ja. Sind einfach nur mal so einige Bilder reingemacht worden. Ich hätte jetzt gedacht, das wären jetzt irgendwie jetzt an Fahrgeschäften, die dieses Jahr hinkommen oder beziehungsweise schon da sind. Na gut, okay. Ja, das einmal zu der Startseite und Programm zu den Wildwassermarkt. Ja, wie gesagt, ich würde da gerne mal hin. Ich war da noch nie. Ich weiß nicht, wer alles da so hinfährt. Vielleicht könnt ihr mich ja auch mal mitnehmen. Wär auch mal ganz gut, dass man mal da gewesen ist. Ja. Wer mich da mal mit hinnehmen will, müsste ich danach auch abgeholt werden und später auch wieder zurückgebracht werden. ja, wäre vielleicht mal interessant, wenn man da mal mitkäme und wie das da so ist. Und ja, wird man sicherlich auch da seinen Spaß haben. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch mal bei mir melden würdet, privat. Ihr könnt mir auch mal privat schreiben, unter Diskussion. Da bin ich erreichbar. Und ja, schreibt mir da doch einfach mal eine private Nachricht. Würde mich freuen und hoffe,
dass sich jemand meldet und da vielleicht mal mitkäme nach Blomberg zum Wildbasermarkt. Wie gesagt, habe ich schon am Anfang erzählt, beginnt heute und geht bis Montag, den 17.09. Also irgendein Tag wenigstens würde ich da gerne mal hin. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich mal dabei bin. Und ja. Okay, in dem Sinne war es das ja schon und verabschiede mich und bin gespannt, ob sich jemand drauf meldet. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also, bis dann und tschüss.